Warm-up. Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. Schick. Warte. New York, oder? Geht sofort los. Hoppala. So. Achso, da sitzt er noch, ne? Ich freue mich schon richtig darauf. Peter ist ein echter Sizilianer. Und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Meister. Okay. Falschen Tasten fahren wollen wir. Der zieht aber heftig. Meine Fresse, ey. Er geht gut vorwärts. Eule! Auf dem Don Platz machen, ey. Meine Fresse. So, Ja, ich kann nicht. Kannst du hupen, wie du willst. Meine Fresse, ey. Unglaublich sowas. Lass mich mal vorbei hier. Wenn du mit deinem rollenden Suppenmobil aus der Küche kommst, ey. Ja, da war ein Polizeiauto. Und zeig mal, was du kannst. Und hier natürlich nicht vorbei. Ach so. Fast. Und Gas geben! Und fährt die Polizei. Schade. Na gut, aber ist ja gleich hier. So, mal danke schön. So, dann nochmal rechts und nochmal rechts und dann sind wir schon da. Aber ich glaube, das wird übel in die Hose gehen. Sein Leibwächter meldet sich krank. Er fährt auswärts essen. Wenn man lang gemusst. Ich würde glatt behaupten, dass er verraten wurde. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ja, danke, lieber Bahn. Oh, komm schon. Oh, Mann. Ach, nee.
Na gut. Tommy, ich freue mich schon richtig darauf. Pepe ist ein echter Sizilianer und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Maestro. So, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ah, da war er natürlich. Ist ja scheiße. Ja, seid eh viel zu langsam. Keine Zeit. Grüße. Zum Glück hat er keinen Schaden genommen jetzt. Och. Ja, da fährt ein Schiff. Ist mir noch nie aufgefallen. Muss er mal. Oh, da drüben sieht's nach Ärger aus. Ja, wie haben wir die jetzt los? Willst du mich umbringen? Naja, so fast. Pass doch auf! Kannst du mich? Ich muss die Bullen abhängen. Oh! Erst muss ich die Bullen loswerden. Ja, schon dabei. Es geht nicht, solange die Bullen an mir kleben. Ja, noch kommt schon Bahn. Okay, und tot. Ey, was soll das? Scheiße! Mann! So kacke! Ja, der Versuch. Na gut. Tommy, ich freue mich schon richtig darauf. Pepe ist ein echter Sizilianer und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Maestro. Jetzt fahren wir mit Tempolimit, ne? Kann sich nur um Stunden handeln. Zwischendurch mal so gucken, was hier auf dem anderen Monitor abgeht, ne? Hoboken, New York. Boah, wie habe ich mir, als das Spiel damals neu war, wie habe ich mir da so einen Multiplayer gewünscht? Das wäre so der Hammer gewesen. Es gab ja sogar eine Multiplayer-Mod. Ist aber leider nie fertig geworden oder zumindest nie released worden. Ein bisschen schade. Bon Appetit.
Oh, die Sau kann ich mal in die Tür machen, ne? Unglaublich, sowas Inkompetentes. Endlich. Ich habe einen Bärenhunger. Hallo, Don Salieri. Willkommen. Pepe, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf deine Spezialitäten freue. Fantastisches Essen, Pepe. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Mille grazie, Don. Lob von einem Gourmet wie Ihnen erfüllt mich stets mit Freude. Oh, bitte. Ich bin kein Gourmet. Wenn du wüsstest, was ich gestern zum Mittag hatte, würdest du das bestimmt nicht sagen. Kann ich Ihnen noch etwas bringen, Don? Ich habe einen exzellenten Chianti. Wirklich? Dann bring ihn her, Pepe. Sofort, Sir. Wie hat es dir geschmeckt, Tom? Es war großartig, Boss. Ich muss einmal mit Sarah hierher kommen. Oh ja, das solltest du wirklich tun, Tommy. Pass nur auf, dass du Sarah nicht beleidigst. Sie kocht schlechter als Pepe. Oh oh. Was zum Teufel ist los? Hey, seid ihr das Mittagessen? Morello hat wohl nichts Besseres zu tun. Sie hätten mich den Wein probieren lassen können. Kommen Sie raus und wir bringen es hinter uns. Wirf ihm sein Geschenk rein, Joey. Am besten wir räuchern ihn aus. Warum macht er sowas? Ich würde sagen, wir kommen mit Sarah nicht ganz so schnell her, oder? Für Sie zu arbeiten wird nicht langweilig, Boss. Was hast du gesagt? Meine Ohren pfeifen noch von der Explosion. Ja, Boss. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht raus. Versuch, hinter Sie zu kommen, während ich Sie ein wenig unterhalte. Ja, Boss. Seien Sie vorsichtig. Nimm mir die mal bitte. Na, ich drücke mal eher. Was? Salera? Hä? Ach, komm schon! Scheiße! Da hat irgend so ein Affe angefahren? Echt jetzt? Ich weiß nicht, warum das bringt, dass ich hier rein kann. Ist hier irgendwas, wenn ich hochlaufe? Ich weiß ja, dass wir eine kleine Mama machen müssen, aber... Ja, Salieri ist tot.
Ja, auf jeden Fall scheint da einer im Fenster zu stehen. Das lief gut. Am Arm kratzen. So, 48 Schuss. Ich auf der Straße stehen, wenn es geht. Im Schuss nachladen. So. Shit. Oh je. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Meine Ohren klingeln immer noch. Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Tommy. Du hast meinen Arsch gerettet. Sie waren auch nicht so schlecht, Boss. Teufel, das war verrückt. Gott sei Dank hat sich Pepe versteckt. Armer Kerl, ich muss ihm etwas Geld schicken für die Reparaturen. Ja. Sollten wir. Boss, ich frage mich, woher Sie wussten, wo wir waren. Glauben Sie, die sind uns gefolgt? Ich glaube nicht, Tommy. Ich glaube, ich weiß, wer mich verraten hat. Wer? Carlo, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy. Ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin. Er wird sich, glaube ich, nicht freuen, uns zu sehen. So, gibt's hier irgendwo Thompson? Nachladen. Herr Thompson. Und im Haus gibt's eigentlich auch eine Thompson. Okay. Ich geh schon die Wache weg. Ich bin wieder vergessen. Option. Steuerung. Waffe verbergen mit H. Gut, wir nehmen natürlich der Larrys Auto. Naja, bestimmt nicht hier stehen lassen. Und dann kommen wir jetzt eigentlich so ziemlich denselben Weg zurück, den wir gekommen sind, ne? Was tun die hier vorne? Dann wartet nicht, nur weil hier Stau ist. Ne? Also, das können wir so nicht zulassen. Einmal gerade gesehen, was passiert, wenn jemand weiß, wo der dann ist. Dazu gehört auch im Stau stehen, ja? In der freien Fahrt gibt es hier immer Medis. Ach so, scheint ja keine zu sein. Ist das das Krankenhaus? Ja. Komisch. In der freien Fahrt hängen ja Medis an der Wand. Na gut. Der Lehrer hat bloß noch 4 HP, ne?
Möchte noch ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwie gibt es ja nie Autos bei dem Gebrauchtwarenhändler. Bei dem Gebrauchtautohändler. Gibt es ein paar sehr, sehr sich ähnlich sehende Häuser. Ja, okay. Wenn natürlich wieder die Standardabkürzung. Habe ich auch noch nie probiert, ob man mit der Hochbahn fahren kann. Müssen wir alles noch machen. Ganz zum Schluss in einer kleinen Runde freie Fahrt oder so. Das ist bestimmt mal lustig. Müde, ey. Unglaublich. Genau hier. Du fährst wie ein Irrer! Hat er gesagt, und drunter ist eine Pizzeria, oder? Oder das ist eine Pizzeria hier. Du bringst uns doch um. Pass auf! Na, wollen wir mal gucken gehen, ob jemand zu Hause ist, oder? So, bon Appetit! Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Guten Tag. Oh Mann. Sei still, sonst bist du auch dran. Mach ihn fertig, Tom. Sei kein Idiot, erschieß das Schwein. Halt dich nicht lang auf, der hat's verdient. Yep, yep. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ja, warum nicht, ne? Na, wen haben wir denn da? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt Ihren Mut.
Miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs. Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier zu reden. Redet man nicht mit Mr. Morello? Oh, Teufel! Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs umbringen? Er ist genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, sie überlegen, wie sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärscher auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boah, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer. Lasseter V16 Roadster Queen, können wir jetzt auch fahren? Nein.